Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Red ist immer noch nicht spielbar. Das kotzt mich an und Cloud auch. In der letzten Folge haben wir uns in Sektor 3 ein bisschen hier umgeschaut. In der Forschungsabteilung Sektor 0. Heißt das gesamte Dingen. Ja, da waren wir. Sektor 3. Sektion 3, nicht Sektor. Warte mal. Sektion 1 gibt es gar keine Sektion 2, aber ich habe doch gerade die Nummern angesehen. Was? Ah, nee, hier ist Sektion 2. Was? Okay, wo ist dann Sektion 4? Egal, machen wir weiter. Viel zu kompliziert. Dieser stinkende Geruch, der stinkt. Die Sache stinkt. Das ist Shinra. Halt die Klappe, Barrett. Oh. Okay. Hallöchen, du kommst so öfter hier, ja? Mit dir würde ich mal gerne ausgehen. Wie bist denn du schon wieder hier als Erster hingekommen? Experiment beginnt. Mitarbeiter, bitte entfernen. Ne. Hallo, ihr na. Und wie euch schlägt gegen die Viecher. Versuch mal so ein Konter ja so abzutimen. Ja, genauso. Raus ist der Form, danke. Ah, nein. So, komm. Am besten jetzt selbst zerstören. Ich mache so oder so einen Angriff, aber immer sehr stark an. Wenn du mich angreifst, während ich das mache, dann mache ich dir viel mehr Schaden. Ne? Ah! Runter von dem! Oh Gott. Habe ich mich ein bisschen zu weit entfernt. So, ja, komm her. Na, ah, Dreck! Oh. Wir werden es einmal sehen. Jawohl. Oh, ich bekomme sogar nur einen Geschicklichkeitsbonus, wenn ich damit konter. Also wenn der Konter trifft. Also wenn ich angegriffen wäre und ich kontere, meine ich. Dass ihr euch gut amüsiert. Hojo. Dreck, sag ich, knall dich ab. Mit was? Mit deiner... Vorsicht. Kugelsichere Glas zerkratzen. Oh, bitte schieß mal damit. Bitte. Die Begegnung mit ihnen scheint ihn nicht merklich beeinflusst zu haben. Hey, wo willst du hin? Das sehen wir vermutlich gleich. Ich glaube, Barrett versteht irgendwie nicht so das Konzept von Fern- und Nahkampfwaffen. Für den ist alles einfach eine Fernkampfwaffe, ne? Ich knall dich mit meiner Faust an. Also mit seiner normalen Faust noch. Aber Barrett, du kannst nicht mit deiner Faust schießen. Ich kann damit schießen. Ja, ich glaube daran liegt, dass nur irgendwie tut sich niemand irgendwie trauen, den hat zu sagen. Lass ihn, er ist ein bisschen merkwürdig, okay. Lass ihn dem Spaß. So, Mystic Greif, ich glaube, das ist auch neu, oder? Wo? Warte. Der hat keinen einzigen Materia-Slot. Gibt aber Tonnen von magischer Abwehr. Ah, ich mag das nicht, was die ja mit diesen Ausrüstungsgegenständen machen. Also man die mit dem Waffen machen, das finde ich natürlich gut, aber ich habe das lieber wie im Original, wo, weil nicht, je weiter du einfach in der Story bist, desto bessere Sachen bekommst du halt. Bekommst mehr Rüstung, die bekommen mehr Abwehr, mehr Materia-Slots und so, und da ist so eine Motte-Dingens. Gut, ich habe
alles hier ausgerüstet, eine Analyse stehen. Ich weiß noch nicht, ob du irgendwas Geiles hast, aber ich hatte dich noch nicht analysiert. Da bitte sag mir, du bist das gleich wie ich, weil ich verpasst habe. Aber hey, warte mal. Analyse geht vor. So, und da sind auch noch Viecher. Schwermetallreif. Den habe ich bestimmt noch nicht. So, dann machen wir mal. Ha. Ah, Mann. Gehen wir erstmal weg. Aber darf ich bitte klauen? Bitte gib mir. No. Ich weiß mal, ob ich platt genau. So, oh ja, du hast nicht. Mit dir mal heilen. Oh. Schon gesagt, wie sehr mich da ankommt, das stehen irgendwie die Hälfte der Zeit nicht funktioniert. Oh, aua. Ich bin ziemlich sicher, ein Schwermetallreif habe ich noch nicht. Ja. Oh. So, Barrett, weiß nicht, super Trank. Oh, 700, das ist nicht viel. Ich wünsche mir, alle Heilobjekte würden so wie in der Tales of Serie funktionieren, hat die einfach eine Prozentzahl heilen. Okay. Das wird nämlich bedeuten, dass die Objekte, Alter, auf Dauer noch irgendwie immer, jawohl, wichtig sind. Oh Gott. Ich möchte ich mal kontern. Oh, warte, der kommt. Jawohl. Wer wird hau den? Oh ja, sehr gut. Auch den kaputt, jawohl. Der Krieg ist auch noch am Leben. Ah. So. Meine, jetzt habe ich mich so darauf festgesetzt, dass Barrett eigentlich nicht schießen kann mit der Keule. Einfach über deinen Dialog hier. So, Schwermetallreif. Hm. Ich wollte erst noch sagen, das ist bestimmt genau hat umgekehrt wie Dings Mystikerreif, ne? Volle Möhre Abwehr, aber keine Materie. Aber ja. Ja, jetzt habe ich mich so darauf festgelegt, dass Barrett eigentlich nicht schießen kann mit dem Ding. Ich habe mir jetzt einfach so vorgestellt, dass Monster jetzt gerade, als ich maximale Wut eingesetzt hat, einfach nur so getan, als würde es getroffen. Einfach nur, um Barrett nicht zu enttäuschen. Der steht einfach nur so da mit seiner Abrissbirne. Und hat Monster so, oh nein, oh, oh. Das ist es wahrscheinlich, ne? Das ganze Abenteuer ist nur so ein Hirngespinst von Barrett. Wie er versucht, irgendwie die Welt von Shinra zu befreien. Ist bestimmt irgendwo gerade im Koma und so und träumt das hier alles. Hey, entschuldige die Störung, Arschloch. Hey, nicht auf meinen christlichen Kanal. Was? Kapierst du es nicht? Ich habe dir nicht gesagt, du sollst die Waffen wechseln. Genau, meine ich, der steht jetzt wahrscheinlich eigentlich nur mit der Abrissbirne da. Oh geil. Red, mach ihn fertig.
So, dann sei mal schön nett zu meinem Spielzeug. Was wird das jetzt schon wieder? Es würde alles nicht passieren, wenn Red spielbar wäre. Oh, und ich wusste, aus diesen Dingern kommt irgendwas mal. Dimensionshammer, das ist ein verdammter Roboter. Gerade in der Katze. In Barrett hat wahrscheinlich nur mit der Abrissbirne da gestanden und hat gemacht. Wirklich. Er hat überhaupt nicht damit geschossen. Okay. Was viel Schaden damit geschockt wird, alles klar. Wow. Das ist die gleichen, oder? Ja. Hier geblieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cloud. Wie tust du immer so schnell verrecken, wenn ich nicht hingucke? Hau den Lukas. Den. Bonk. Der hat ja noch voll AP. So, komm her. Da, du. Ah, wir sind am Sterben. Klingenstrahl. Na, ich glaube, der eine ist tot, oder? So, was ist mit Barrett los? Der ist versteinert. Ne, der ist gestoppt. Der ist gestoppt. So, man kann sich Barrett selber heilen. Stirb. Okay, ich wollte schon sagen, wenn er jetzt mal kommt. Ah! Oh. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Geil. Lisa besser. Ah, Lisa. Warte, ich muss nicht näher kommen. Gott verdammt. Jawohl. Möglichst bei Ziel suchen. Also was? Ich kann ja nicht. Aber der wieder abtaucht direkt. Ah, willst du mich auf den Arm nehmen? Bitte nicht zwischen die Beine hauen. Aua. Wie hast du gesagt, kannst du mal Kong Kong? Okay. Wo bist du? Ich krieg dich. Okay. Alter. Okay. Ist ein bisschen knapp hier. In letzter Zeit. Stehe ich gar nicht. Also warte, lass mal lieber heilen. Was war da oben passiert? Was war das? Wo ist er? Tut mir leid. Er ist entkommen. Wir müssen hier raus. Ah, verdammt, war man die Entwickler so intelligent, den seine Waffe umzutauschen in Cutscenes? Wäre tausendmal witziger gewesen, wenn er mit einer Abrissbirne gestanden hätte und geschossen hätte. Ja, mit der Atomschere. Wäre doch viel geiler gewesen. So. Oh ja. Okay. Oh. Kommst du denn auf einmal, ja? So. Hinter Hojo her. Dass da jetzt schon irgendwie so ein Big Deal irgendwie ist, wäre das viel später in der Story wichtiger. Im Original meine ich, Spoiler. So, Kettenarmreif.
Jetzt gehen wir ja voll viele Sachen. Glaube ich auch neu, ne? Oh, das ist nicht schlecht, glaube ich. Nö. Obwohl eigentlich doch. Will ich etwas weniger Verteidigung, aber dafür mehr Magieverteidigung haben. Ich glaube ja. Wäre eigentlich auch gut für Eris, ne? Ja, eigentlich schon. Na gut, dann nehmen wir wieder. Gott, was hatte ich denn ausgerüstet? Hyperschutzreifen, ne? Weil das ist halt eigentlich genau das gleiche, ne? Nur halt mit mehr Werten. Genauso viel Materia-Slots. Ja, viel besser. Weil Verteidigung finde ich immer noch besser als Magieverteidigung. Ich meine, Verteidigung wisst ihr immer brauchen. Magieverteidigung, ja. Genau wie in Tales of Vesperia. Hin und wieder kommen mal irgendwie Zauber, aber die meiste Zeit wird es mit physischen Schaden konfrontiert. Also macht es mehr Sinn, Verteidigung zu haben. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt hier zum Bosskampf mit Hojo irgendwie kommt. Versuchsobjekte werden nicht verarztet. Hier wurde modifiziert. Oder seziert. Horishito. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in der japanischen Synchro Barrett einige Sachen auf Englisch sagt. Also weiß nicht, der wurde hart amerikanisiert. Deswegen habe ich irgendwie so einen Verdacht. Okay. Geister. Und schon sagen, wir kämpfen jetzt hier nicht gegen so Vorhänge, oder? Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bin nervig. Ja, schon vergiftet, das ist schon mal kacke. Neurokapsel. Nicht zum Klauen. Miss. Und vielleicht gegen Blitz. Gut. Du bist schon gleich tot. Was? Das ist ein bisschen zu einfach. Ich habe gerade meinen Zauber eingesetzt. Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Okay. Ja, toll, wir sind beide vergiftet und ja. Viel besser. Was soll das? Okay, ich habe trotzdem noch Blitz eingesetzt. Und also der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Ich mache einfach alle fertig. Kuriert zu dem Gift, auch perfekt. Genau das, was ich gerade brauche. Gott, so, ihr seid alle genau die gleichen. Ne? Oh Gott, wie tue ich ihn jetzt? So. Ich glaube, das ist nicht schlecht, ne? Oh Gott. Barrett, Hilfe! Noch eine Kapsel wohl erledigt. Ich muss mich heilen, leider. Nein, ich stopp. Oh. Dann ist mein Untergang. Jetzt nicht los, okay. Also was hier? Irgendjemand wird mich schon angreifen. Jawohl. Na, was? Bro. Oh, was? Keine Ahnung, was die Hälfte der Zeit hier passiert, aber wir gewinnen irgendwie. Gott. Irgendjemand greift mich schon an von denen. So.
Okay, explodieren, oder? Oh, wo ist dieser Totenkopf? Ich habe gerade so einen Totenkopf gesehen. Da so, heilen wir uns mal kurz. Wie bei einfach nur am Posen ist. Okay, da war jetzt nicht so schwierig, aber ein bisschen nervig war es schon. Und wir sind wieder draußen, gut. Ich glaube, das ist gut. Tja, langsam wird das alt. Von einem Fahrstuhl ist nichts zu sehen. Lasst uns den anderen Bescheid sagen. Und eine Burgemedaille. Ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwie brauche. Immer noch. So. Oh, Sektion 4, was? Da ist die 4. Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Dann haben wir immer noch einen verpasst. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Sieht man die eigentlich hier, wenn man irgendwie in der Nähe von denen wäre? Ja, irgendwo hier sein, ne? Die Mädels meine ich. So, die 4 müssen wir öffnen, dann fehlt uns die 1, aber wie die keine Musik hier laufen lassen, ne? Die Shinra, die Spinnen. Und er sich so wie Obelix, wenn er sich immer so hier gegen den Kopf so tippt, die Spinnen, die Römer. Macht hat auch nur halt mit seiner Abrissbirne. Spinnen die voll aggressiv. Aber ich finde das so geil, wie ich einfach jeden Charakter irgendwie, weil ich nicht ins Lächerliche ziehen kann. Mit genug Fantasie und genug Willenskraft. Und nun, ach ja, so ja, Red. Ich habe vergessen, dass du auch ein Teil der Gruppe bist, weil ich dich halt nicht steuern kann. Drüben ist ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Ja, ich wollte schon sagen, es sei jetzt kein Ebel oder was. Ich will wirklich die Szene sehen, wo. Hey, oh Gott. Alles okay? Mit so. Wie ist ein Bird gerade? Ja, da habe ich gesehen, wie Bird gerade voll weggerutscht ist. Ey. Gerade gesehen, wenn ich dann noch mal zurück, das sah voll geil aus. Verdammt. Nein. Jetzt müssen wir schnell machen. Red 13 ist ein tiefer Stocker gefallen, muss dort alleine gegen die Horde von Gegnern kämpfen. Eile ihm zur Hilfe, bevor die TP-Anzeige erschöpft. Ja, kein Ding. Ja, guter Plan. Aber wir müssen dem Bescheid geben. Tiefer, los, mach hin, ne? Hörst du mich? Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Ah, da schließt sich Red den beiden an. Der Ärmste. Schnell zu ihm. Ich will wirklich die Szene sehen, wo wir mit dem Schiff fahren müssen und wir uns irgendwie so als Mitglieder der Mannschaft verkleiden müssen. Im Original ist dann Red irgendwie hier, hat sich dann auch verkleidet als so ein Seemann, ist auf zwei Beinen gelaufen. Das sah sehr graziös aus und sehr dämlich. Und ich will halt in HD sehen. Gleich neben wie in Final Fantasy 6 Sabin ein Zug zu flex. Geilsten Szenen überhaupt, ey. Genau deswegen will ich ein Final Fantasy 6 Remake haben. Ist auch viel geiler, ey.
du kämpfst, während du irgendwie einen Wasserfall runterspringst, aus dem Luftschiff rausspringst. Was ich kämpfst unter Wasser. Okay, unter Wasserkämpfe gab es ja auch in Final Fantasy 10, aber während du irgendwie von der Strömung ja gerade weggespült wirst. Ja, noch ich habe immer noch nicht Blitz und so. Alles okay? Nee, der geht weg, ne? Nee. So, ey, nicht anfassen. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Den Satz kennt man ja eigentlich aus SpongeBob, ne? Aber in Final Fantasy 9 wird halt auch mal gesagt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was eher kam. Also irgendeiner hat von irgendeinem geklaut, glaube ich. Das ist irgendwie so ein bekannter Spruch und ich habe das nicht gewusst. Aber man ehrlich. Ich dachte, das wird voll einfach, ehrlich gesagt. Habe ich nur die Hälfte treffe. Nein, du. Das ist irgendwie lang frei, mit dem ich hallo. Ja, ich will eigentlich auf den anderen, aber okay. Jetzt nehme ich. So, wir sind da. Lebst du noch, Red? Bist du jetzt spielbar? Gott, was ist denn hier los? Jeder, den keinen Schaden gemacht hat. Komm schon. Hab ich jetzt eigentlich das schon gelernt? Lass mal Gebet ein. Halt hat überhaupt auch ganz schön viel. Oh, zack, Flieg und Sieg. Okay, sind da gerade noch mehr gekommen. Ich kann mich mal erst mal hoch. Zack. Oh, nein, nein, ich auch getroffen. One Punch. Na, oh, schade. Flieg. Schluss mit dem Unfug. Oh, sehr geil. Alles okay? Dankeschön. Gut gemacht. Ich hätte sie auch von hier oben abschießen können, aber... Wir haben den Zugang zur Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus kommt man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir es. Wo sind die beiden jetzt? War noch hier. Ja, ne, Bird hätte voll abschießen können. Schon wieder so einen blöden Gedanken. Bird steht da oben, sagt so, ja, ich hätte ja von hier oben abschießen können, aber ich habe nur meine Abrissbirne ausgerüstet und mit der kann ich nicht schießen. Und Cloud steht so daneben, so ehrlich. Jetzt kommst du da auf. So, da ist ein Schalter, sehe ich gerade. Und wir haben Red. Mach mal. Wird erledigt. Sei mal so gut, okay. Ich will echt sehen, wie der auf zwei Beinen läuft in dieser einen Schiffszene, als Seemann verkleidet ist und irgendwie so eine Person rumläuft, die einen Stock im Hintern hat. Ja.
okay, warum hat mich das erst irgendwie abgehalten und danach so, nö, jetzt kannst du doch hier durch. So, warte mal, muss man jetzt wieder drei öffnen oder ich gehe jetzt noch mal kurz dahin und dann können wir im Part beenden. Es sind ja schon wieder 30 Minuten. Mehr kriegt er nicht. Also ein paar Sekunden oder Minuten noch dazu. So, und das hier ist ein Aufzug. Funktioniert nicht. Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hojo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Oh, hier ist noch ein Hebel. Der verheißungsvolle Fahrstuhl. Ach, jetzt müssen wir die Dinger aktivieren, alles klar. Schluss jetzt. Oh, ernsthaft, da kommen noch Gegner. Dein Einsatz. Komm schon. Tut mir echt leid. Oh, ich wollte eigentlich den Part jetzt hier gleich beenden. Ihr Rüpel. Nun kann ich Fernkampfangriffe machen mit Iris. Oh, Level up. Kann ich wieder offscreen ein bisschen hochleveln. So. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder mit Final Fantasy 7 Remake. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr da hinterlässt, bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.